Du willst mich mit einer K98 abschießen. Nur der Headshot kann ich retten, mein Freund. Hast verkackt. Der Hintergegner alles Wetter Welt. Nee. Was ist das Ding geplatzt ist? Ist da eine? Haben wir. Mann, ey. Och, komm schon, ey. Ich müsste an die Muni rankommen. An die Muni komme ich aber nicht dran. Steh da nicht so rum, wenn keine Panzerfaust da ist, ist keine Panzerfaust da. Ich mach mal, ne, wenn du es nicht hinkriegst. Wenn ein Panzer steht, einfach kaputt machen. Einfach gegenschießen, ist vorbei. Vorne ran an die Munition. Nur wenn er sich zurückzieht, jetzt kommt der nächste Panzer wieder von hinten an. Das MG ist schon gut, aber ich bräuchte jetzt eigentlich einen MP40, damit wir hier besser vorankommen. Last Man Standing. Kreuzen. Und weg ist er. Lebt der Panzer da vorne oder wie sieht's aus? Nicht werfen, es ist alles gut. Komm schon. Eins, zwei, drei. Ein Glück, wenigstens das funktioniert. Düst hier noch eine Episium her. Da hinten steht noch was. Ach, komm schon, ey. Halt ihn doch ab da vorne. Ist doch nur einer. Muss ja alle erschießen. Ja, anscheinend. APC. Suicide Squad, Suicide! Bumm, linke Kette hin, außer Gewicht. Du musst hier spielen wie ein Weltmeister. Wenn du hier nicht Weltmeister bist, bist du hier am Arsch. Wir gewinnen momentan nicht mal ein Stage Battle hier. Das ist so zum Kotzen. Aus nicht mehr, mache ich schon. M2A2, direkt voraus, ziehen Kopf ein. Schön, dass du auch kommst. Ah! So viel Lack will ich auch mal haben, dass du genau in dem Moment in die richtige Richtung guckst. Weißt, guck die ganze Zeit nach vorne und guck dann seinem einen APC in den Arsch. Den muss ich erschießen, sonst kommt er hier rein. Scheißegal, ob die hier alle mit der Schaufel angelaufen kommt. Da kommt der Chef hier an.
Komm schon, geh wenigstens was kaputt, danke. Ach, scheiße, ey. Das ist zum Kotzen, dieses Spiel hier, ganz ehrlich. Kriegst du den? Kann nämlich nicht mehr. Das ist... Leute. Keiner hat Panzerabwehrwaffen. Ich bin der Einzige, der hier Ausrüstung hat. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Da steht der Panzer, da steht der Panzer, da steht der Panzer. Ja. Einmal lasse ich noch schießen, dann gehe ich raus. Geht einfach nicht kaputt, der geht einfach nicht kaputt. Laufen, 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 laufen. Jetzt komme ich hier. Ihr habt keine Ahnung, was das für ein Stress ist. Ihr habt keine Ahnung. Ich werde hier so auseinandergenommen. B-Seite. Null Vorwärtsbewegung. Bis auf zwei Panzer, die sich da vorne vorm O2, O1 hinstellen und sagen, boah, so schön hier, doch. Ja, keine Chance, dass ich versuche hier wieder den Wagen abzuknallen. Russen, Junge, Russen und Partisanen. Davon haben sie jede Menge. Das Ganze nochmal. Ja, war gut, ne? Es ist wie immer. Ohne mich ist dieses Spiel nicht zu gewinnen. Ja, ich muss mir immer einen kompletten Clan aussuchen, damit ich einmal am Tag nicht meine MP40 spielen darf. Sonst kriegen wir es nicht hin. Ne, weil ich einfach, ne? Ich bin trotzdem noch unter den ersten drei, obwohl ich eigentlich eine Waffe spiele, mit der ich 50% schlechter spiele. Trotzdem kriegen wir es nicht. Na, jetzt sind wir bei 80%. So, wir haben aber noch 10 Minuten. Das ist endlich hier an. Rechts frei, ich hoffe. Liegt da einer? Ja, da lag einer. So, jetzt oder nie, wir müssen es probieren. Scheiße.
Scheiße, das sind zu viele. Es sind da wieder Millionen Gegner. Ich will jetzt einmal, komm schon, einmal ein halbwegs gutes Spiel. Kriegen wir das hin? Die schwierigste Aufgabe auf deutscher Seite. Einen Gegner zu finden, der gut ist. Ja. Und dass alle halbwegs ein bisschen Bewaffnung haben. Weil sonst kann ich auch im Schießplatz gehen und irgendwelche Puppen abschießen. Also bis jetzt hatten wir heute beide Varianten schon. Entweder ich laufe einfach nur durch und es ist kein Gegner da. Oder mein Team ist wieder mal so schlecht, dass wenn du da zuguckst, denkst, boah. Spielt der Roland halt mal wieder alleine, ne? C3 ist eingenommen, zwei Leute. Stehen bleiben, halten. Zwei gegen einen, können wir nicht vorrücken. Keine Chance. Müssen wir erstmal Stellung halten und warten, bis genug Leute da sind. Der kommt von hinten rein. Draußen kann er eigentlich nicht sein, sonst hätte er den draußen schon angegriffen. Boah, der ist ein absoluter Feigling und Anstaß und traut sich nicht. Hier, geh hin, fahr hin. Ich halte ihn hier so lange. Ich hoffe, es ist kein Pilot. Ich hasse das. Wie kann man nur mit der Granate immer so fehlen? Ne? Und vor allen Dingen, die Granate explodiert genau erst dann, wenn ich alle Gegner erschossen habe. Ich warte noch auf den Tag, wo sie mir alle entgegenkommen. Wie bei Zombie-Army-Trilogie oder so. Wo sie dann alle mit der Handgranate immer auf Roland zulaufen. Tötet sie! So komme ich mir vor. Das ist immer der Wahnsinn. Genau, lass dich jagen. Ich komme, die Verstärkung ist da. Die Verstärkung kommt, die Verstärkung ist vielleicht da. Wo wollen wir denn hin? Scheiße, wenn wir die Kurve nicht kriegen, ne? Das war aber knapp. So, wieder zurück. Granate for the win. Die Mitte schon mal mitnehmen. Ah, rechts steht er. Sag doch was! Fast übersehen wieder mal. Weil er jetzt 20 Minuten so lange gezielt hat. Der ist gerade am Nachladen, der ist gerade am Nachladen. Ja, wir kommen noch rechtzeitig. Die Waffe ist auf 10 Meter, ist der Waffe dahinter. Hier ist Fallschirmjägergewehr. Ab 20 wird schwierig. Wenn ich hier noch ein bisschen ein paar Mods drin habe, ist die Waffe eigentlich recht gut. Die bieten sich heute auch ein bisschen an. Jetzt hier bei dem Spiel mal. Und ich muss jetzt hier nicht den absoluten Helden markieren. Ich habe hier nur ein paar Gegner und nicht 10. Allerdings könnten sie sich schon etwas besser anstellen. Das sagt man immer so leicht, wenn Roland mal keinen Nairjob bekommt oder eine Handgranate entgegen. Wie sieht es dann auf der anderen Seite aus? Akzeptabel. Der steht dahinter. Kriegst du ihn? Toll, jetzt hätte ihm fast hier wieder der Zivilasser den Arsch gerettet. Und jetzt kommt wieder von irgendwo eine Handgranate. Es ist wieder genial. Mein Kollege guckt dem anderen dabei zu. Taktischen Wechsel nehmen wir trotzdem erstmal vor. Weil wir nicht wissen, wie sich hier die Nummer hier gleich verhält. Sieht zwar so aus, als wenn sie es hinkriegen, aber... Nun ja.
habe ja jetzt gerade mit etwas mehr Widerstand gerechnet, aber so richtig wird das heute wieder nichts, weil wir wieder 10.000 Recons auf Gegenseite haben, dass das hier einfach nichts wird. Ah, ich wollte den Flieger nur abknallen, aber er wollte nicht mehr. Da sitzt ein Mann drin, der kippt den ganzen Punkt. Das ist echt ein Witz. Ein einziger Mann. Keine Verteidigung, kein gar nichts. Komme ich sogar noch rechtzeitig an. Flieger oder Gegner? Flieger oder Gegner? Muss ein Gegner sein? Ah, ja, wieder mal Weltklasse von mir gemacht. Wunderbar, so wie man das hinkriegen muss. Wagen wieder festgefahren. 38T festgefahren. Vier Leute im Club. Ja, mein Freund, ich weiß nicht, ob du da durchkommst. Kann ich dir auch gerade nicht helfen. So. Jetzt habe ich die kleine Nussschale nass gemacht. Ja. Keine Chance. Kriegt er doch noch. Ja, aber mich schaffst du nicht. Ja, dann. Ach ja, natürlich wieder ein Sniper hinter mir, der wieder irgendwo campt. Ah, es ist wieder schön. Gegner. 5 Euro. Ah, Schwein gehabt. Wir kriegen es nicht hin, ne? Es ist halt nicht anders. Wir müssen mal wieder den Einsatz abbrechen jetzt. Es ist wirklich. Das ist. Oh shit. Hier oben wird es wieder ein Sniper. Jetzt kriegen wir es jetzt abgebrochen, schnell genug. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich weiß nämlich nicht, ob ich sterbe, ob das als tot angerechnet wird. Nee, es wird nicht als tot angerechnet. Das ist gut, das ist sehr gut. Taktischer Wechsel. Ne, sobald ich mir irgendwie rausnehme, mal irgendwo anders zu stehen, ne, irgendwie mal nicht in irgendeinem Punktkonflikt zu stehen, sehen wir sofort, wie das Spiel, ne, sofort wieder bergab geht. Das ist der Wahnsinn, ne? Das kann man sich nicht vorstellen. Gut, jetzt kriegen wir gerade wieder C2, aber trotzdem ist es eben halt doch schon ziemlich knapp, ne? Aber hier kriegen sie es anscheinend fast ohne mich hin. Bei den anderen Spielen musste ich mir, wie gesagt, ich guck noch, ob ich das zusammenschneide, aber ich wollte ja wenigstens ein Komplettspiel dabei haben. Wieder. Ist schon lustig. Na gut. Noch einer mit. Bleibt keiner. Weg gab. So, Bewegung auf dem Platz. Das Sniper-Duell der Duelle. Ha. Da, 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 da. Könnte ein Doppelpack werden. Könnte ein Doppelpack werden. Könnte ein Doppelpack werden. Ja, wird Doppelpack. Alle erwischt. Na, mein Guter. Na, dann halt nicht. Wehe, du wagst es mir in den Rücken zu schießen. Da können wir wieder nicht rausgehen. Der kann aber nur dastehen. C2 wird noch nicht angegriffen. Gucken, ob der von hinten kommt. Gucken, ob der Panzer von vorne kommt. Eieieiei, ja, da sind wir dabei. Eieiei.
keine Handgranaten. Heute nicht mehr. Ach komm schon, immer diese schwule Handgranaten werfen. Weg. Und weg. Aufpassen wegen der Wand. Ich habe keine Angst vor seinem Scharfschützengewehr. Ich habe nur Angst vor der Panzerfaust. Keiner da. Wir haben wenigstens einen Panzer hier. Der hier mal drauf hält. Ich meine, er hat ja auch keinen Gegner. Muss man wirklich so sagen. Die kleine Nussschale macht ja jetzt nicht wirklich was. Aber es ist immer wieder amüsant, dass wir es trotzdem nicht schaffen. Hier das hier einzunehmen. So, auch Hüftfeuer auf 2 Meter Entfernung, keine Chance. Wenn ich hier doch die Feuerrate ein bisschen hochkriege, dann ist hier in dem Gelände. Na, willst du es probieren? Na, dann lassen wir den Punkt nochmal einnehmen. Kopf ein. Kopf runter. Kopf runter. Er ist gleich tot. Mann, 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 Mann. Ach, wir gucken oben raus, weil das Wetter so schön ist. Guck mal, wer läuft denn hier? Mal gucken, ob rechts keiner kommt. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Nee, das war er nicht. Ehrlich? Mir ist so, als wenn noch einer links wäre. Sag ich doch. 14 haben wir noch. Reicht für einen. Wenn es gut läuft, für 2. Je nach Entfernung. Es ist lächerlich, wie viele Punkte ich Vorsprung habe. Das ist immer traurig. Ich habe ja nichts dagegen, Erster zu sein, aber brauchen wir nicht schießen, der ist zu weit weg. Wir brauchen die Munition noch. Da wirfen wir Handgranaten, viel Spaß dabei. Ich gehe so lange hier schon mal runter. Wir haben noch 14 Schuss. Keiner schießt. Ein Magazin noch einpassen. Weglaufen. Der kam von hinten. Noch 17. Genau, immer schön mit dem Arsch zum Gegner. Wunderbar, so würde ich auch mit dem Panzer stehen. Alles klar, ich bin's, nicht schießen. Ja. Den hätte ich auch noch gehabt, aber den kommst du nicht mehr drauf an. Ja, das war das beste Spiel, was ich heute präsentieren kann. Bei allen anderen habe ich etwa geschwitzt oder musste die Waffe wechseln, weil wir es sonst nicht hinbekommen haben. Hier konnte ich ganz in Ruhe mal die Waffe zeigen, ohne großartige Verluste zu haben. Oh, das ist das falsche Spiel. Da war ich nur noch mal kurz drin, weil es mir dann eh egal war. Wie gesagt, ich werde das noch ein bisschen zusammenschneiden. Wieso? Ach so, jetzt zeigt mir jetzt das andere. Das ist wieder dämlich wieder gemacht heute. Ja, 25-2. Fast 500 Punkte Vorsprung. Ist eigentlich schon wieder... Naja. Das heißt nicht, dass ich gut war, sondern dass die anderen alle wieder mal nicht da waren. Was anderes brauchen wir dazu nicht sagen, wenn der Beste hier auf einer Seite über... Hat hier überhaupt einer 10 Abschüsse geschafft? Nein. Hat irgendeiner 5 Abschüsse? Schauen wir doch mal nach. Die besten Abschüsse des Tages mit 6 Abschüssen. Eine 5 und eine 4, 1 KD. Und das im Panzer und als Recon. Auf der Gegenseite war der beste Spieler mit 5-13. Er hat wenigstens 2 Eroberungen. Ne? Der Recon hat 4. Das ist schon mal nicht schlecht, aber naja. Ansonsten muss ich erstmal die Waffe voll modifizieren. Ich würde sie gerne im Krieg nehmen, aber ich muss jetzt erstmal alles freischalten. Die muss nämlich voll modifiziert sein, damit ich dann auch ordentlich mithalten kann. Weil ich habe heute schon im Krieg gespielt, da muss ich dann die Waffe wechseln, weil wir sonst
Ja, oder ich habe eigentlich schon zu spät gewechselt, weil es ist. Ich guck mal, ich schneide mal noch ein bisschen was zusammen. Auf jeden Fall brauchen wir hier noch den verchromten Lauf, brauchen wir noch dann die leichte Feder. Und dann sind wir hier mit dem Dings, sind wir hier so ungefähr bei 720er Feuerrate. Also das Ding haut schon rein. Ich würde das Ding nicht aufbocken, das ist einfach, ja, wie ein SCG zum Anlegen und Durchlaufen. Mehr ist es nicht. Aber ist eine gute Waffe, kann man mitarbeiten.